Wir wissen schon, dass bei uns Inler fehlt und werde sicher fehlen in jedem Sinn, weil ein Spieler mit so einem Charisma, so einem Charakter, so einem verdient für Schweizer Fußball mit 90 Spielen, ist nicht ein Zufall. Ich habe das jetzt so entschieden am Ende, weil ich glaube, ich muss pflegen ein bisschen und schauen alles, was passiert in meinem Team. Und ich habe von Anfang an versucht, meine Linie zu führen, meinen Stil zu pflegen und korrekt mit allen zu sein. Und das war auch der Fall mit Gökhan, wo ich habe viel Unterstützung an ihn gegeben, auch in der Vergangenheit, weil auch in Momenten, wo hat er nicht bei Napoli gespielt oder auch Zeit Leicester bis November. Ich habe ihm immer volle Vertrauen gegeben und da versteht man nicht, er hat immer noch und werde immer noch haben, diese Möglichkeit, dieses Vertrauen zurückzubekommen. Ich habe probiert, seit November, Dezember auch ihn um ein bisschen sensibilisieren. Da muss man schauen, was man macht, auch in Richtung Europameisterschaft, weil wenn Situation werde so bleiben wie war damals, da werde es schwierig sein, auch für Europameisterschaft oder in diesem Angebot dabei zu kommen. Ist nur eine sportliche Entscheidung. Er hat so auch verstanden. Sicher, ein Spieler wie Gökhan, kann nicht zufrieden sein mit dieser Situation und werde er alles tun, diese Situation zu verbessern. Vielleicht habe ich auch ein Signal gegeben, auch an Mannschaft von Gökhan, da in dieser Zeit kann er auch in zwei Wochen sich nochmal empfehlen und drucken. Da kommt er wieder in Mannschaft oder Nähe zu Mannschaft, weil von anderer Seite realistisch sehen. Ich war jetzt auch in England bei ihm, habe mit Trainer, mit allen gesprochen und wenn eine Mannschaft hat einen so guten Lauf wie Leicester in diesem Jahr, dann ist es auch schwierig in Mannschaft zu kommen, weil auch am Anfang, wann Gökhan hat Zeit und Möglichkeit gehabt, sich zu empfehlen, war auch ein bisschen Unglück dabei. Da waren eine Resultate, welche haben gekippt in eine oder andere Richtung, wenn er war nicht dabei und dann ein Trainer, wenn bekommt so einen Lauf, normalerweise wechselt er nicht so. Der Gökhan ist nicht dabei. Er ist mit uns, aber physisch ist nicht mit uns und das hat er bestätigt, hat er auch akzeptiert. Ich werde auch auf seiner Stelle auch wütend sein und aber wie im Leben, wenn ich sehe, muss man das auch als positive Signale aufnehmen und wieder sich durchsetzen, zurückzukommen.